los, Bro! Los! Was haben diese Verrückten hier bestellt? Los, Rostel! Huh? Wer ist da? Ich komme! Ich habe vergessen, mir die Hände zu waschen. Ihre Bestellung! Komm! Stopp! Ich habe nichts bestellt! Stopp! Befindet sich die Jill-Show hier? Jill-Show, befindet sich hier? Stimmt, dann sind wir richtig. Komm, Bro! Oh mein Gott! Freunde, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich habe nichts bestellt. Vielleicht haben Sie Stars, Demon, Gelsen nach unten! Komm, stell's hier hin. Komm! So, Bruder, wir sind fertig. Komm, wir gehen. Ich bin müde. Komm, wir trinken Kaffee. Was, Rafael? Was ist passiert, Wer ist das? Und was ist das für eine Box da? Ich weiß es, Leute! Was weißt du denn, Stan? Komm schon, ihr werdet das alles sehen. Folgt mir, Leute! Was ist das? Hohoho! Das ist aber cool, oder? Was? Ein Kühlschrank, Stan? Kühlschrank? Natürlich nicht! Und was ist das, Stan? Sagst du schon? Lass uns das aufmachen und sehen, was da drin ist, Leute! Dann los geht's, mach es auf, wir... Machen wir schnell auf! Und was ist das? Das ist der erste Barbie-Roboter, der jetzt auf der ganzen Welt verkauft wird! Was ist das? Wo hast du sie denn gekauft? Wo hast du sie gefunden? Erklär es uns, komm schon, Engel! Wie viel hast du dafür bezahlt? Ja, das hat mich nicht gekostet, Rafael Rühl. Ich habe einfach deine Karte genommen und bezahlt. Das bedeutet, dass du 20.000 Euro dafür bezahlt hast. 20.000 Euro! Geht es dir gut, ey? Lass ruhig, Mann. Alles wird schon gut. Lass uns lieber die Fernbedienung suchen. Wo könnte nur die Fernbedienung sein, ja, Mann. Da. Opa. Ja, lass uns aufmachen. Wow, schaut mal, Freunde. Was ist das? Worauf wartest du noch? Schalte sie ein. Ich schalte sie ein, Freunde. Hi, Barbie. Hi, Ken. Dafür habe ich 20.000 bezahlt. Das. Bist du dir sicher? Du machst etwas falsch. Gib mir die Fernbedienung, ich seh's mir an. Ich weiß es nicht, Timon. Nimm sie, schau mal. Und wenn ich hier und hier wieder drücke, ne? Die automatischen Einstellungen sind aktiviert. Was? Was hat sie gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Na, was ist denn los? Hi, Ken. Du bist sehr hübsch. Oh, ich bin Ken und ich bin einfach sehr schön. Vielen Dank, Barbie. Ja, Stas, ich habe die Einstellung geändert, damit sie sich wie ein Mensch benehmen kann, so wie ich und du handeln kann und denken kann. Kapschi, steh auf, Rafario. Das habe ich verpasst. Verdammter Mist. Hi, Ken. Du bist sehr hübsch. Ich bin sehr hübsch und ich bin Ken. Ja, du hast Regenbarbie-Roboter. Was kannst du tun? Sehr interessant. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich alles machen kann. Alles? Mach mir eine Pizza! Ich habe Hunger! Rafael, lass die Pizza! Lass sie etwas machen, was für uns alle interessant wäre! Ja, ich stimme dir zu. Mach es für uns alle lustig! Ich werde euch alle in Cans verwandeln. Stellt euch in der Reihe. Okay, gut. Oh, das ist toll, ey. Ich kann's kaum erwarten, der süßeste Can der Welt zu sein! Zuerst muss ich euch umziehen. Wie kommt das, Leute? Wow! So schöne Kleidung, ey! Oh, ich bin so attraktiv! Du hast Haare! Deine Haare, ey! Meine Haare, Freunde! Barbie, wie hast du das denn gemacht? Wie hast du uns verändert? Mit meiner Fantasie! Schau, das ist ganz einfach! Geht das? Leute, das ist fantastisch! Barbie, erklär uns bitte wissenschaftlich, wie machst du denn das alles? Ganz einfach, nach wissenschaftlichen Untersuchungen gibt es verschiedene... Nein, das ist nicht interessant! Komm lieber und ändere meine Frisur! Ey Mann, für mich war es wirklich ein Setup, ist schon okay. Ich meine Haare mag. Folgt mir! Ja, los geht's! Ich glaube, ihr seid fertig. Hey, mögt ihr meinen neuen Haarschnitt? Ja, sehr, sehr gut, ey. Und deine Haare sehen toll aus. Rafario, welche Frisur willst du? Nein, mir geht's gut, danke. Ich mag meine Haare wirklich. Okay, gut, Freunde, lass uns lieber Fußball spielen. Doch nicht Fußball. In Barbies Welt gibt es keinen Fußball. Wie spielt man denn in Barbie World? Kommt rein, ich zeige es euch. Okay. Und was werden wir jetzt endlich spielen? Keine Ahnung, Mann. Wir spielen mit Puppen. Was? Puppen? Wir sind doch Jungs. Wartet mal, ich habe 20.000 Euro bezahlt.
Ey Leute, hört ihr genau zu. Vielleicht machen wir alles, was Barbie Roboter sagt. Und am Ende werden wir genauso glücklich sein wie sie. Demon, du hast recht. Hier habt ihr eure Puppen. Ja, das bin ich. Wenigstens habe ich Genfreunde. Hi Barbie. Hi. Oh, man darf keine Puppen schlagen. Hi Barbie, hi Barbie. Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, was wir hier machen. Ich habe Hunger, ich will essen. Also, Barbie. Du hast recht, Herr Fahri. Wir müssen jetzt endlich was essen, Leute. Also gut, kommt, ich mache euch was zu essen. Komm schon, ja, endlich. Natürlich, Essen macht mich glücklich. Ja, Freunde, aber wisst ihr, was uns noch super glücklich macht? Euer Abonnement. Wer sich das Video anschaut, ohne es abonniert zu haben, klickt auf den roten Abo-Button. So könnt ihr alle Videos zuerst sehen und dann sind wir glücklich. Schaut mal, Dankeschön. Und wo ist unser Essen? Erklär's mir mal. Ich hab keine Ahnung. Das ist euer Essen. Sag uns bitte, wie wir das essen können. Es ist alles aus Plastik. Das ist ganz einfach. Schaut. Einfach köstlich. Ich glaube, Barbie-Roboter ist verrückt geworden. Nein, das hör mir zu. In Barbies World ist man tatsächlich so. Und wenn ihr ihrem Beispiel folgt, werden wir genauso glücklich sein. Vertraut mir. Okay, lass es uns versuchen. Ja, kommt schon, Leute. Essen, essen. Und ich trinke. Mm. Oh, ist nicht schlimm. Ja. Schmeckt gut, schmeckt gut. Wie lecker, das ist lecker, lecker. Wirklich gut. Wir haben gegessen. Ja. Super, jetzt lass uns in den Pool gehen. Ja, Leute, ja, endlich etwas Gutes. Hey, ich warte auf euch. Es ist richtig erfrischend hier drin. Barbie, warum müssen wir in einem leeren Spielzeugpool sitzen? Wir haben doch einen richtigen Pool. Weil es in Barbies Welt kein Wasser gibt. Das ist ziemlich gefährlich für mich. Ja, sie ist so langweilig. Leute, lass uns einfach versuchen, das zu tun, was sie uns sagt. Ja gut, probieren wir es aus. Ja. Wie cool das ist, ja, Leute? Ja, sehr gutes Wasser, sehr angenehm, ja. Ja, Leute, das Wasser ist richtig erfrischend. Bist du verrückt? Ja, wir verbrennen schon bei dieser Hitze. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Die Kleider sind schrecklich. Die Perücke ist schrecklich. Und du bist auch schrecklich. Finde ich auch. Du bist einfach ein nutzloses Stück Eisen, Manu. Ja. Leute, beruhigt dich, man. Alles wird wieder gut. Selbstverteidigungsfunktion aktiviert. Was ist los? Was ist das? Lass uns abbauen! Schrumm, schnell! Lauf los! Ein Feind wurde zerstört. Komm schnell! Lauf rein, komm! Warum hat sie das getan? Ja? Weil ich sie bedroht und beschimpft, also hat er gewonnen, sie zu verteidigen. Und was bedeutet das? Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen sie irgendwie ausschalten, Mann. Wir sollten einfach die Fernbedienung finden, den Knopf drücken und sie ausschalten. Ich weiß es nicht, ich habe keine Idee, um ehrlich zu sein. Ja, wir müssen das versuchen. Versuch's mal, viel Glück. Ich werde mir etwas anderes ausdenken. Leute, ich habe die Fernbedienung gefunden. Ich gehe jetzt und schalte sie aus. Verdammt, ich habe die Schnauze voll. Barbie, ich habe die Fernbedienung gefunden und ich werde dich jetzt ausschalten. Warum lässt sich die nicht ausschalten? Warum geht das nicht? Warum funktioniert... Oh mein Gott, was ist denn los? Der zweite Feind wurde zerstört. Oh Leute, Barbie hat das besiegt. Die Fernbedienung hat nicht funktioniert. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Okay, Barbie sagt, das Wasser sehr gefährlich für sie ist. Wenn sie also in den Pool fällt, wird sie kaputt. Sie ist ein Roboter, das macht doch Sinn. Aber wenn sie mir viel zuvorkommt, dann zerstört sie mich. Also werde ich sagen, dass ich kein Freund bin und dass ich nicht ihr Feind bin. Also Leute, komm schon, das ist eine gute Idee. Hi Barbie. Hi Ken. Oh, es hat geklappt, Freunde. Barbie, hast du Lust, etwas Volleyball zu spielen? Wir sind doch Freunde. Ja, gute Idee. Los geht's. Los geht's. Komm, fang den Ball. Ja? Hier. Super, ich mag Volleyball. Du bist ein guter Freund, nicht wie die anderen. Ja, das stimmt. Wir beide sind gute Freunde. Komm schon, fang den Ball. Oh Mann, es tut mir sehr leid. Keine Sorge, ich hole ihn. Gefahrzone, bloß nicht nähern. So schade. Ah, komm schon, du Roboter, du Roboter. Oh, wer ruft mich an? Wer könnte das nur sein? Ja, hallo, ich höre Sie. Was meinen Sie damit, unser Kind weit im Kindergarten und wir sollen herkommen, um es abzuholen? Welches unserer Kinder? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Okay, jetzt kommen wir und holen es ab. Rafario, wir müssen jetzt sofort in den Kindergarten fahren, um unser Kind abzuholen. Welches Kind meinst du, hä? Rafario, ich habe überhaupt keine Ahnung. Lass uns herausfinden, denn ich habe überhaupt nichts verstanden. Ja, seltsam, Leute. 20 minutes later. Mama, wo bist du? Meine Mutter, Mama, wo bist du?
Stas, was machst du hier? Komm schon, steh auf! Hey, was machst du denn hier, Stas, hä? Ihr habt mich im Kindergarten vergessen, Mann, Alter! Mann, ich mach dich fertig, Alter, wenn ich zu Hause bin. Und dich auch, du kleiner Was machst du? Bist du dumm, Stas? Was machst du? Ist dir gut, Stas? Was ist denn passiert, hä? Was laberst du, Alter? Du hast mich im Kindergarten vergessen, Mann! Wovon redest du denn, du? Du bist schon über 20 Jahre alt. Welcher Kindergarten machst du witzig? Ich versteh gar nicht. Was? Mehr als 20? Ich? 1, 2, 3, 4. Ich bin 5 Jahre alt, Alter! Mann, irgendwas mit ihm ist falsch. Er macht irgendwelche Witze, oder was? Ich versteh gar nichts. Safario, ich glaube, Stas ist ein Kind geworden. Nein, 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 ich bin kein Kind. Ich bin sehr groß, sehr groß. Guck mal. Komm schon, lass uns nach Hause fahren. Warte, warte, ich wusste, dass das kein Gehirn hat, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Safario, egal, was auch immer passiert ist, lass uns nach Hause fahren. Nein, ich will Süßes, ich will Süßes. Ich will ganz viel Süßes, Alter. Ich will das einfach nach Hause. Jetzt. Komm her. Gib mir. Okay, lass dir Süßigkeiten kaufen, aber okay, weinlos nicht. Wir kaufen ein paar Süßigkeiten. Was ist dran? Hurra, ja? Lass uns was Süßes lass uns kaufen. Fahren, lass uns fahren, lass uns fahren. Also, Erfario, lass uns gehen. Aber bevor wir gehen, Leute, wie ihr seht, ist das ein wenig verärgert. Und ihr könnt ihn nur aufhalten, wenn ihr auf den roten Abonnierknopf drückt. Also bitte drückt den Knopf. Und ihr werdet immer die Ersten in unserem Video sein. Also, Erfario, lass uns gehen. Komm schon, lass uns gehen. Ich will gehen. Los, also, Alter, komm. Kleiner, bevor wir dich anschnallen, müssen wir dich erstmal anschnallen. Gurt, was für ein Gurt? Ich will kein Gurt, Alter. Geh weg mit deinem Gurt. Ach, komm schon, nicht. Ich will kein Gurt, hab ich gesagt. Gurt anlegen, damit wir wissen, dass du in Sicherheit bist. Wirklich? Anschnallen. Okay, alles klar. Ich will aber jetzt los, Alter. Ich will los. Nicht weinen. Hör auf zu weinen und zu schreien. Also. Hallo? Du solltest guten Tag sagen. Guten Tag. Hallo. Ich will Chips. Ich will Kartoffelchips. Oh, wo sind sie? Ja, okay, ich will aber nur eine Packung. Nur eine? Ja. Nur eine? Welche du willst, aber nur eine. Nein. Du musst erst bezahlen und dann wirst du es essen können, okay? Na, ich hab Hunger, Alter. Ja, dann muss man es erst bezahlen und dann kann man es essen, alles klar? Dann nehme ich Schokolade. Hey, was machst du da? Nein, nicht. Wir müssen sie erst bezahlen. Oh Gott, ich kann es nicht glauben. Was für ein Bengel. Oh, gib her. Nein, okay, das nehmen wir. Gib mir das andere. Welches? Gib mir das auch. Okay, wir nehmen das hier. Ich will das auch. Oh mein Gott, was noch? Was noch? Gib mir, Alter. Okay, wir nehmen dir Bueno. Also, jetzt holen wir noch was zu trinken und dann sind wir fertig, okay? Saft! Richtig, Saft und nicht das Wasser für Erwachsene. Alles klar? Verstanden? Nur Saft. Oh, komm schon, nimm es. Ihr müsst trinken, Leute, den ganzen Tag. Es ist sehr wichtig. Ja, aber gut für deine Gesundheit. Ja, das sagt meine Mutter, Alter. Vielleicht kriegst du ein größeres Gehirn, damit du ein bisschen besser wirst. Ja, ich hab das verstanden. Darf ich auch? Hey, was magst du, Alter? Hey, warum hast du geforzt, Alter? Voll widerlich, Mann. Warum machst du sowas, Alter? Warum? Oh, wir stinken. Mach mal die Fenster runter. Komm, geh rein, geh nach oben. Ja, wir sind zu Hause, Alter. Ich will Fußball. Was für Fußball? Was für ein Fußball? Geh nach oben. Fußball will ich jetzt spielen. Was für Fußball? Schau, wie heiß es hier ist. Nur nach dem Essen, Alter. Ich will Fußball, habe ich gesagt, Alter. Hey, bist du verrückt oder was? Okay, mein Junge, komm, lass uns Fußball spielen, wie du willst. Aber beruhig dich, ein bisschen beruhigen, okay? Okay, aber da will ich Fußball spielen, Alter. Oh, Leute, wir sind wieder in so eine Lage gekommen. Ich verstehe gar nichts, Alter. Los, hilf ihm. Komm schon, Stas. Steh auf, komm. So, jetzt geh. Geh. Oh, was das für ein großer Bengel ist, Alter. Ich kann's nicht glauben. Ja, schlecht. Sehr, sehr schlecht. Komm, Fario. Ich will jetzt Schokolade essen, Alter. Oh. Warum isst du jetzt Schokolade? Du hast doch schon die Chips gegessen. Ess doch die Schokolade später. Ich will jetzt was Süßes, habe ich gesagt, Alter. Nein. Zuerst isst du den Joghurt und dann gibt es Süßigkeiten. Hast du mich verstanden? Ich will keinen Joghurt, ich will was Süßes essen. In der Regel lieben Kinder Süßigkeiten, aber... Aber er muss doch Joghurt essen, Rafario. Du musst zuerst was Normales essen und dann bekommst du einen Schokoriegel. Aber wenn du nichts isst, bekommst du keinen Schokoriegel. Verstehst du? Ich werde ihn essen. Willst du, dass ich ihn esse? Dann werde ich ihn essen. Guck mal. Joghurt! Okay, hier ist Joghurt! Ess jetzt dein Joghurt! Oh Leute, was ist denn hier nur los? Leute, schreibt in die Kommentare, was hier los ist! Das war's, ich sitze! Wo ist der scheiß Joghurt? Hier ist es, jetzt werde ich es öffnen und du wirst dein Joghurt essen! Einverstanden? Okay, du bist aber ganz schön böse, Alter! Großartig, so! Kippen Sie diese Bälle hier rüber, aber Dalli! So, richtig! Und jetzt bringt ihr den Löffel. Gib her jetzt hier. So, halt den Löffel, jetzt kannst du essen. Und iss alles aufessen. Bravo, so muss das. Bravo, sehr gut. Nimm mehr, so als wärst du ein Hai. Mann. Ich will nicht mehr, Alter. Wie, du willst nicht? Ich sagte doch, du musst alles aufessen, von Anfang bis zum Ende. Nein, ich will nicht mehr, Alter. Ich will Süßigkeiten haben. Nein, du isst alles auf, sonst gibt's keine Süßigkeiten. Ich will Süßigkeiten, habe ich gesagt. Wenn du alles isst, gebe ich es dir. Okay, ich esse das so, Ganze. Alles klar. Ich werde mal wiederkommen, um sicherzustellen, dass alles sauber ist. Ich bin fertig! Fertig? Bravo!
Schau nur, was du getan hast. Raffario, komm her. Keine Sorge, wir haben hier Babytücher. Ich werde dein Gesicht abwischen, damit du richtig sauber bist, okay? Alles klar, komm, guck mal. So. Ja, und dann isst du Süßigkeiten. Ruhig, ganz ruhig. Beruhig ihn, Raffario, er weint. Er ist ein Mann, er wird ein Mann und dann wird er zur Armee gehen. Aber jetzt ist er ein Kind, er ist ein Kind. Wenn er jetzt schon weint, dann wird er auch später weinen. Er wird später nicht weinen, weil dann wird er groß sein. Du musst richtig lernen, okay? Geh, böse, Papa, genug. Böse, los, los. Du bist böse, geh weg, Alter. Komm, lass uns gehen, ich geb dir Süßes. Komm, alles gut, alles gut. Oh ja, alles gut, lass uns gehen. Gehen wir, setz dich. So, setz dich auf deinen Platz. Ah, oh, ja, alles gut. Hier, nimm bitte Süßes und lass mich in Ruhe, okay? Hier. Oh, was machst du? Was machst du? Ey, Kindchen, nimm es leichter. Alter, vorsichtig. Schau, was du gemacht hast. Sei vorsichtig. Bitte. Ich will jetzt schon Spielzeug spielen. Okay, und welches Spielzeug willst du? Spielzeug, ich will spielen. Ich bin 5 Jahre alt. Ich möchte Spielzeug spielen, Mann. Okay, ich bringe dir gleich dein Spielzeug. Bleib einfach still sitzen und schrei nicht herum. Okay, ich werde nicht schreien. Beruhige dich. Later. Oh. Schau, was ich dir für ein Spielzeug gebraucht habe. Ich habe dir neue Funko Pops gebracht. Mal sehen, aber so klein, ich will große Funko Pops. Große Funko Pops will ich haben. Nein, sie sind klein, weil du auch klein bist. Nein, ich bin groß, ich bin 5 Jahre alt. Alter, ganz groß bin ich. Oh, was machen wir jetzt, Raffario? Ich weiß, was zu tun ist, Simon. Wir bestellen einfach beim Blabla-Toys. Okay, dann eben sehr große Funko Pops. Bist du dann zufrieden? Ja, ich möchte sehr großen Funko Pops. Okay, wir bestellen sie gleich, okay? Ja, ich will dieses, ich will dieses. Okay, ich habe alles bestellt. Sie werden bleibt hier sein. Bleib ruhig, okay? Beruhig dich. A few moments later. Ihr habt es gebracht, ihr habt es gebracht. Vielen Dank. Dankeschön. Wo ist das geil, Leute? Tschüss, Leute. Auf Wiedersehen. Setz dich. Ruhig. Okay, jetzt öffnen wir es. Also schau, Kindchen. Es gehört dir. Hab viel Spaß. Das ist der größte Funko Pop der Welt. Oh, ist das geil, Alter. Ist das geil. Ich weiß, öffne es. Du warst ein gutes Kind und hast es dir echt verdient. Spider-Man. Pschu, 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 pschu. Wow, wow, wow. Ruhig, Blut-Spider-Man. Schau, was hier für ein Kopf war. Pschu, pschu, okay, pschu. Das reicht. Beruhig dich. Immer mit der Ruhe, Alter. Das ist wunderschön. Okay, es reicht. Warum soll ich denn leer machen, Alter? Ich spiele mit deinem Spielzeug. Geh doch weg, dann spiele ich alleine, Alter. Komm schon, es ist besser, wenn du alleine spielst. Geh weg. Oh, nicht weinen. Du lebst nicht. Nicht weinen. Du lebst mich nicht, du Kleiner. Hast du wieder Hunger? Wieder hungrig? Du hast doch gerade gegessen, Alter. Ja, ich hab Hunger. Okay, ich hol dir etwas zu essen. Was bringst du mir zu essen, Alter? Spider-Man. Hier ist dein Joghurt, iss ihn. Und noch ein Joghurt für dich. Was? Schon wieder Joghurt? Ja, was möchtest du noch? Was willst du? Nein, ich will kein Joghurt. Ich will was Süßes, hab ich gesagt. Oh, großartig. Was Süßes. Willst du Obst? Nein, ich will kein Obst. Kein Obst. Das ist scheiße, Alter. Obst ist gut. Es ist sowohl gesund als auch lecker. Okay, sag mir, was du willst. Was willst ich du? Ich möchte entweder einen Kuchen oder ein Eis oder einen Pfannkuchen. Ich möchte so etwas, Alter. Verstehst du das nicht, oder was? Pfannkuchen? Ich soll dir jetzt echt Pfannkuchen machen? Ja. Okay, gut. Ja. Komm da runter. Later. Oh, was für ein schönes Video, Alter. Hier, dein Pfannkuchen ist. Und schau den GL Show Kanal. Er ist der beste Kanal auf der ganzen Welt. Nur GL Show? Babystars, ess ein bisschen vorsichtiger. Schau, Alter, was du machst, was machst du da nur? Warum? Es geht mir gut. Der Pfannkuchen ist köstlich. Bravo, Dimon, bravo. Ja, danke, iss schon auf. Ich will nichts mehr essen, Dimon. Ich will nichts mehr essen, Alter. Warum? Ich habe Pfannkuchen für dich gemacht und du willst ihn nicht essen? Ich habe gegessen. Okay, also, wenn du ihn jetzt aufisst, bekommst du wieder ein Geschenk, okay? Ein Geschenk? Ja, also iss. Ein Geschenk. So. Bravo, sehr gut. Ich bin fertig, ich habe fertig, Alter. Schrei nicht. Bist du fertig? Ja, und ich will jetzt ein Spielzeug. Großartig, ich gebe dir ein Spielzeug, aber zuerst musst du dein Gesicht waschen. Aufräumen, ich will nicht waschen. Lass uns gehen, ich wasche dich und dann wirst du ein Spielzeug bekommen, okay? Nein, ich komm, bin... Komm, steh auf, steh auf. Wohin gehen komm wir runter, jetzt? Was ist komm da? Runter, gleich kommt dein Geschenk. Ich will wissen, was das ist. Geh weg, Alter. Und geh schau her. Oh, ein Auto, Alter. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich weine nicht, Alter.
weine nicht, weine nicht. Du bist ein großes Kind. Nein. Steh auf. Ich komm, wer, warte, komm schon. Warte. Du bist ein erwachsener Junge und Jungs. Vorsicht. Bravo, mein Junge. Afario, ich kann immer noch nicht verstehen, was das für ein Kind ist. Er war immer ein Kind. Hoppla. Wow, easy, baby. Ich will jetzt auf die Toilette, Alter, aber schnell, Alter, ich muss mal. Komm schon, geh auf Toilette. Ich geh jetzt und verstecke mich. Simon, wie wird er denn selbst auf Toilette gehen? Er ist doch ein kleines Kind, hä? Oh mein Gott, du hast recht. Wir müssen nachsehen, wie es ihm dort geht. Damit er nicht auf die Matte macht, versteht ihr? Ja, gehen wir. Wo ist er? Seine Schuhe hier. Stas, wo bist du? Raffaello, geh nach oben und ich werde mich hier unten umsehen. Stas, hier ist nicht Stas. Wo ist er nur? Oh, mein Bauch tut weh. Ich gehe auf Toilette. Was machst du denn, du Witzbeutel? Das war ein Witz, Alter. Ist es nicht lustig oder was, Alter? Nein, das ist überhaupt nicht lustig. Komm, geh schnell schlafen. Kleine Kinder müssen um diese Zeit schlafen. Komm, los, verstehst du, los? Schlafen, aber ich will nicht schlafen. Schlafen, schnell einschlafen, komm. Okay, ich geh ins Bett. So, schlaf, mein Junge, schlaf. Heute werden wir im Bikini-Button Verstecken spielen und heute werde ich alles suchen. Kommt schon, versteckt euch! Los geht's! 1, 2, 3, 4, 5! Leute, ich bin im Zimmer vom Tintenfisch. Und jetzt wird es Zeit, dass ich mir ein Versteck suche. Soll ich mich vielleicht unter dieser Decke verstecken? Nee, denke ich nicht. Oh, ich habe eine Idee. Ich versteck mich einfach in dieser Truhe. Oh, toll. Ich gehe rein. Ich geh rein. Bis dann, Kumpels. Simon, wo sind wir denn hier gelandet? Wir sind im Restaurant von Mr. Krabs in der großen Krabbe. Oh, toll. Wir müssen uns hier verstecken, bevor Stas uns findet. Ja, Raffaello, lass uns hier ein Versteck suchen. Ja. Los. Hey, schau mal hier, Raffaello, ein Bild von Mr. Krabs. Ja, er mag Geld sehr gern. Er mag Geld genauso gern wie du. Ich mag Gold und ich mag auch Geld. Schau mal, es gibt hier eine Bar und eine Küche. Ich werde mich hier unten verstecken und jetzt müssen wir einen Platz nur für dich finden. Warum du? Ich bin der Erste. Komm schon, lass uns einen anderen Platz finden. Los. Lass uns weiter suchen. Schau mal, was da ist. Das ist ein richtiges Restaurant. Schau mal, hier sind Tische und Stühle zum Essen. Schau dir das nur an. Wir können uns hinsetzen und Krabbenburger essen, heißt ja so. Ja, das stimmt, aber wir können jetzt nicht essen. Wir spielen noch Verstecken. Ja, Dimon, du hast recht. Was ist das? Wer ist das? Das ist doch Patrick! Wer ist das? Der höchste Patrick! Hallo, Leute, was mache ich denn hier? Mein Name ist Patrick. Patrick, wir spielen Verstecken. Und du, Patrick, was machst du hier? Ich suche nach Müll. Ich mag Müll. Patrick, aber Müll ist doch eklig. Er stinkt doch voll. Er stinkt, Igitt. Hier, nimm das. Ich schenke es dir. Igitt, das ist aber für den Müll. Was sollen wir damit machen? Sollen wir jetzt Müll aufsammeln? Nein, Raffaello, ich habe eine bessere Idee. Welche Idee, Dimon? Du versteckst dich in dieser Tüte, dort in der Küche, genau wo du wolltest. Bravo, Dimon, du bist sehr schlau. Und Patrick ist auch schlau. Er wusste, was er mir schenken musste. Vielen Dank, Patrick. So, Leute, ich gehe jetzt. Tschüss. Mach's gut, Patrick. Tschüss, Patrick, bis bald. Los, versteck dich schon. Gelame, das komm musst schon, du wissen. Komm schon, spring in die Tüte. Mach schon. Ja, los. Los, hab ich gesagt. Okay. Ich steige in die Tüte. Freunde, ich glaube, das ist der beste Platz, um sich zu verstecken. Ich bin nämlich in einem Müllsack. Großartig. Ich werde diese Challenge definitiv gewinnen. Los geht's. Also Freunde, ich werde mich hier in der Küche verstecken und ich habe eine Idee. Ich werde mir einen Krabbenburger machen. Ich habe natürlich nicht das Geheimrezept, aber das ist schon okay. Ich werde ihn versuchen, so hübsch zu machen, dass das in Versuchung gerät und seine Wachsamkeit verliert, meine lieben Freunde. Ich glaube, ich kann es schaffen. Glaubt ihr, dass ich es schaffe? Puh. Oh, Leute, ich bin im Haus vom SpongeBob. Seht doch nur, wie schön es hier ist. Hier ist ein Bild von seiner Familie. Und hier steht My Sweet Home Pineapple. Wisst ihr auch, warum das hier drauf steht? Weil SpongeBob in einer Ananas lebt. Aber ich muss hier ein Versteck finden, Leute. Schaut mal, das ist SpongeBobs Freund Harry. Aber ich brauche ein Versteck, Leute. Schaut mal, da kommt SpongeBob Schwammkopf. Seht ihr ihn? Ja, willkommen in meinem Haus. Vielen Dank.
Dank, du hast ein sehr cooles Haus. Vielen, vielen Dank, genau wie bei eurem Kanal. Heißt das, du kennst unseren Kanal GL Show? Ja, natürlich, das ist mein Lieblings-YouTube-Kanal. Ich schaue ihn mir nur wegen euch an. Dankeschön, weißt du was, wir spielen Verstecken und ich möchte mich hinter deinem Fernseher verstecken, darf ich? Ja, natürlich. Oh, danke, danke. Okay, Leute, ich verstecke mich hinter diesem Fernseher und ich hoffe, Stas findet mich nicht. 99-100! Ich gehe suchen! Ich werde euch alle finden! Und wer von euch als Letzter gefunden wird, gewinnt 1000 Euro! Na gut, toll! Ich werde alle finden! So, das ist richtig gut, Freunde! Jetzt muss ich sie alle finden! Aber wo soll ich denn anfangen? Fange ich mit SpongeBob-Haus an? Oder mit diesem Tintenfischhaus an? Oder vielleicht fange ich hier an, Freunde! Mit großer Krabbe! Ich weiß eigentlich nicht. Aber ich glaube, ich fange mit dem Haus von Thaddäus an, Leute! So! Ah, wow, Freunde, ich bin jetzt im Haus von Tintenfisch Thaddäus. Interessant, wo sich wohl alle verstecken. So, ich schaue mir erstmal hinter dem Bett nach. So, ich schaue zuerst unter dem Bett nach. Da ist niemand. Oh, vielleicht ist jemand in der Truhe, Freunde. Lass uns nachschauen. Hey, wer könnte hier denn sein? Wenn du da drin bist, sag, ich bin da und ich lasse dich gehen. Ich höre niemanden, Leute. Vielleicht ist da niemand. Schauen wir mal nach. Hoppla! Oh, Freunde, er ist leer. Wieso? Es wäre logisch, wenn sich jemand hier verstecken würde. Und ich würde ihn dann finden. Aber es ist da niemand. Also, Freunde, lasst uns zum nächsten Haus gehen. Lasst uns woanders suchen. Ich werde trotzdem mehr finden. Oh, Leute, ich bin aus der Truhe raus. Gut, dass ich raus bin. Sonst hätte mich ja Stas noch gefunden. Ich werde mich hier irgendwo verstecken. Ich verstecke mich hier. Ah! Geht's dir noch gut, Maria? Du hast mich erschrocken. Du wolltest meinen Platz einnehmen? Ich habe ihn zuerst gefunden. Er gehört jetzt mir, also geh jetzt. Ich verziehe mich von hier und ich verstecke mich irgendwo anders. Haha, ich glaube, er ist beleidigt. Manu, Leute, wie kommt das denn? Ich habe doch niemanden gefunden. Vielleicht war doch jemand da und ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht bin ich ja blind, Freunde. Wie auch immer, wo soll ich jetzt denn hingehen? Vielleicht zu SpongeBob-Haus? Oder vielleicht zur großen Krabbe? Ich weiß eigentlich nicht, aber ich glaube, wir gehen jetzt zu SpongeBob-Haus. Ja, komm schon. Oh, oh, das ist doch SpongeBob! Willkommen in meinem Haus! Komm hier rein! Wenn du schon zu Hause bist, sag mir bitte, wer sich hier versteckt hat! Nein, nein, es ist niemand hier! Ich sag es dir ganz ehrlich! SpongeBob, denkst du, bin ich dumm? Ich verstehe, dass du etwas verbirgst! Es ist definitiv jemand hier! Sag mir! Nein, nein, hier ist bestimmt ganz niemand, wirklich! Okay, sag mir nichts, ich werde sie schon selber finden! Ich sehe doch, dass du etwas verbirgst! Ich gehe nicht weg, bis ich jemand hier gefunden habe! Und jetzt geh zur Seite, SpongeBob! Geh zur Seite! Geh weg! So, es ist also niemand hier, Leute? Ist hier vielleicht jemand? Nein, hier auch nicht. Hier auch nicht. Und hier? Hey, Harry, vielleicht weißt du, wo sie sich alle verstecken. Er weiß gar nichts, Leute. Er redet überhaupt nicht. Auch wie auch immer. Ach, Manu, Freunde, wo könnten sie denn alle sein? Ich habe alles durchsucht. Aber ich habe noch nicht hinter dem Fernseher nachgesehen. Vielleicht hat sich da jemand versteckt. Mal sehen, Freunde. Ah, Maria versteckt sich hier. Schaut mal, sie schläft. Ich werde sie erschrecken. Ja, Fernsehen weg, Freunde. So. Maria! Du hast mich gefunden, Leute. Ich bin aus Versehen eingeschlafen. Ich hab dich zuerst gefunden. Du bist ein Noob. Komm schon, tschüss. Baba Stas, mein Loser. Ja, du Loser! Ja, komm, geh schon schlafen! Geh schlafen! Was ist das, Freunde? Jetzt muss ich nur noch Odyssee, Rafario und die Mod finden! Ich werde sie alle finden! Los! Freunde, schaut mal her! Hier liegt mein Krabbenburger! Schaut ihn doch nur an! Wow! Wow! Freunde, wo ist das schon wieder? Ist schon lange her! Manu, Freunde, Maria hat meinen Platz eingenommen. Jetzt brauche ich ein Versteck. Leute, wo soll ich mich verstecken? In der großen Krabbe oder in Thaddäus Haus? Oh, ich habe eine Idee. Ich bin sehr schlau. Ich verstecke mich hinter der großen Krabbe. Stas wird denken, dass ich entweder in der großen Krabbe oder in Thaddäus Haus bin, aber nicht hinter der großen Krabbe. Das wird er nie erfahren. Toll, ich werde einfach hier sitzen und niemand wird mich finden. Ah, Leute, es ist gut, dass ich Maria gefunden habe. Und ich muss noch zur großen Krabbe nach anderen suchen. Aber wo könnte Odyssee sein, Freunde? Wo könnte er sein? Ah, Odyssee, ich weiß. Aber ich weiß doch nicht, wo er ist. Ach, wo könnte er denn sein, dieser kleine Junge? Wo kann er sein? Ah, Mann, aber mein Magen tut weh. Es tut mir richtig weh. Oh.
Oh Mann, es ist nicht besser geworden. Mein Magen tut immer noch weh. Ich kann nicht. Ich höre auf mit der Challenge. Odyssee, was machst du denn hier? Warst du die ganze Zeit hier oder was? Was ist das? Warum stinkt das hier so? Das ist doch schrecklich. Odyssee, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Du bist dumm. Hältst du das für Dummkopf? Ich wusste, dass du da bist. Und ich habe es absichtlich getan. Also hau ab, komm, geh. Und Freunde, es ist nur noch die Mon und Rafaru geblieben. Und der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe, ist Großer Krabbel. Ich hoffe, die sind dabei. Komm schon, Freunde, viel Glück. Lass uns jetzt nach den beiden hier suchen. Ja, die sind sicherlich da. Um ehrlich zu sein, weiß ich das Geheimrezept für die Krapfenburger-Mischung nicht. Aber ich denke, dass es besser ist als überhaupt nichts. Und ich hoffe, dass es das ablenkt, so dass er mich nicht finden wird. Ich hoffe, mein Plan wird funktionieren. Ich habe nämlich keine andere Wahl, meine Freunde. Wünscht mir Glück. Wow, Patrick, was machst du denn hier, Alter? Ich spaziere hier. Was machst du denn hier? Freunde, das ist hier. Und er redet gerade mit Patrick. Ich hoffe, Patrick wird ihm nicht sagen, wo ich bin. Und ich hoffe, mein Burgerplan wird auch funktionieren. Also, Freunde, wünscht mir Glück. Ich spiele Verstecken und ich muss nur noch die Mon und Rafario finden. Es sind nur noch die beiden geblieben. Ah, okay, such mal. Vielleicht weißt du, wo die sind. Wo verstecken die sich nur? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Ach komm schon, Patrick, du erinnerst dich nicht? Hier verstecken sich auf jeden Fall ein Mann mit Glatze und ein Rothaariger. Die sind irgendwo hier. Ich weiß nichts. Willst du, dass wir Freunde werden? Ach, Patrick, du bist ein bisschen dumm. Ich muss sie finden. Denn wenn ich sie nicht finde, verliere ich 1000 Euro. Ist das klar? Also gehen wir weiter. Komm! Ja, ich gehe! Ja, bis später! Ey, kommt schon, Freunde, schaut mal, ein Burger! Oh, Freunde, ich wollte schon immer den Krabbenburger probieren! Oh, das ist ein Moment, Freunde! Okay, es ist nicht so hübsch, wie ihr sehen könnt, aber es ist schon okay! Warum schmeckt er so schlimm? Was ist denn da? Wie auch immer, ich werde ihn in den Müll werfen! Freunde, in der Mülltüte sitzt Rafario, er wird ihn finden! Igitt, Freunde, warum schmeckt der so schlecht? Ich kann gar nicht glauben, dass er so schlimm sein kann. Es ist so schlimm, Freunde. Oh, Kumpels, habe ich da ein Geräusch gehört? Oder was war das? Lass uns nachschauen. Ja, Rafario, ich hab dich gefunden. Komm raus, komm, du Loser. Leute, ich wollte diese Challenge gewinnen. Du hast nicht gewonnen, du hast Pech gehabt. Komm schon, tschüss, du Loser, bis später. Ich geh zu Simon. Setz mir einen Like, bitte. Freunde, ich will euch die Wahrheit sagen. Ich habe überall gesucht. Ich weiß nicht, wo Simon ist. Also gebe ich jetzt auf. Simon! Yeah! Ich habe 1000 Euro gewonnen. Sie gehören jetzt mir. Machst du Witze? Wie konnte ich dich da nicht finden? Hast du diesen ekligen, dummen Burger gemacht? Ja, es war ein Burger nach meinem Geheimrezept. Ah, und deshalb schmeckt er so schlecht. Das ist mir sowas von Latte. Ich habe 1000 Euro gewonnen. Ja, du hast gewonnen, Yvonne. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liken. Abonniert den Kanal. Und drückt außerdem die Glocke. Und bis bald.